Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Häkelhörnsche. Heute habe ich zwei Sachen für euch. Und zwar einmal, wenn ihr mögt, die komplette Anleitung für diesen wunderschönen Pullover. In jeder Größe möglich. Die Berechnung zeige ich euch im Video. Und zum anderen eine Basic-Anleitung für verkürzte Reihen bei RVO. Das könnt ihr eigentlich bei jeder Art Pullover anwenden oder auch Jacke, die ihr von oben strickt. Das heißt entweder als Rundpasse oder als Raglan. Ich verlinke euch die Timecodes in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann direkt zum Beispiel zu den verkürzten Reihen springen. Falls ihr komplett mitstricken wollt, es gibt hier eine ganz zauberhafte Raglan-Linie, wie ich finde, die einfach total einfach ist, aber irgendwie doch ganz schön was hermacht. Ich habe hier verengende Bündchen gestrickt, unten am Ärmel, das gefällt mir sehr gut. Und ansonsten ist es eigentlich ein Basic-Pullover. Der ist jetzt für meine Tochter. Ich stricke für sie immer etwas größer. Sie ist jetzt 4 und das ist garantiert eher so Größe 5, 6 Jahre. Aber dann kann sie das im ersten Jahr immer so als Kleid, Pulloverkleid anziehen und im zweiten Jahr dann als Pullover. Das ist immer ganz praktisch für Kinder. Der Pullover kann natürlich auch in Erwachsenengrößen gestrickt werden. Zu den Raglan-Linien erkläre ich euch dann auch noch was im Video. Alle Infos wie Verbrauch, Wolle und so weiter findet ihr immer in der Videobeschreibung. Ich empfehle euch sowieso da reinzuschauen, nämlich falls ich jetzt irgendwie vergesse, etwas zu erwähnen, steht das in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, freue ich mich immer über ein Däumchen nach oben. Ihr unterstützt damit meinen Kanal. Ganz wichtig ist auch, wenn euch das Ganze gefällt, dürft ihr das natürlich sehr gerne teilen, entweder auf euren Social Media Kanälen oder mit euren Strickfreunden. Und dann würde ich sagen, legen wir los und ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Los geht's! Ich habe hier so ein wunderschönes handgefärbtes Garn und zwar heißt die Farbe Sonnengeküsst. Deswegen ist auf jeden Fall erstmal jetzt hier mein Arbeitstitel Sonnengeküsst. Ob das dann so bleibt bei dem Pullover, das weiß ich noch nicht. Dieses Garn ist handgefärbt und zwar ist das von der Mirjam von Wolle Profi. Die hat einen Etsy-Shop, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich verlinke euch den in der Beschreibung. Das Garn ist ein Fingering Weight Garn, das heißt also Fingering Weight ist vierfach Sockenwolle ungefähr, diese Stärke. Das heißt immer so 100 Gramm haben um die 400 Meter. Das besteht aus Schurwolle, Seide und Leinen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das verarbeiten lässt. Ich hatte natürlich schon eine Maschenprobe gestrickt und da sah das sehr schön aus. Für die Maschenprobe, ich zeige euch jetzt mal das hier, reicht eigentlich so ein kleines Probeläppchen. Also ihr müsst sie nicht 10 cm hoch, das ist jetzt ein bisschen verknickt, weil das hier im Buch lag. Ich zeige euch mal was anderes. Hier kann man das vielleicht besser sehen, genau. Da reicht so ein kleines Stück, ne? Also wichtig ist, dass ihr die Breite ausmessen könnt, wie viele Maschen auf 10 cm in der Breite da sind. Die Höhe ist nicht ausschlaggebend bei RVO. Und wir stricken ja jetzt RVO. Ich habe also auf 10 cm Breite 25 Maschen. Ich habe das Ganze mit einer 3,5 mm Nadel gestrickt. Und da das für meine Tochter wird, die hat einen Kopfumfang, KU für Kopfumfang, von 50 cm. Und ihr braucht also diese beiden Werte. Einmal die Breite eurer Maschenprobe auf 10 cm und einmal den Kopfumfang. Und aus diesen beiden Werten errechnen wir uns jetzt den Maschenanschlag. Und das geht ganz einfach, indem ihr 25 aus der Maschenprobe mal 50 vom Kopfumfang rechnet. Und das Ganze dann einmal durch 10 teilt. Das sind 125. Das ist also unser Maschenanschlag. Und das ist also auch schon alles, was die Berechnung des Maschenanschlags angeht. Jetzt wollen wir uns einen RVO stricken. Einen Raglan von oben. Und der hat in der Regel immer 4 Zunahmestellen. Und wenn man von oben drauf guckt,
ist das immer so eine Art, entsteht da so eine Art Viereck. Und hier an diesen Vierecken werden wir die Zunahmen arbeiten. Ich habe mir aber jetzt überlegt, dass ich zwischen den Zunahmen 5 Maschen rechts stricken möchte. Also muss ich mir meine Zunahmen schon mal hier von meinem Maschenanschlag abziehen. Ich habe 125 Maschen ausgerechnet, die ich anschlagen werde. Und für meine Raglanlinie brauche ich immer jeweils 5 Maschen. Das heißt, ich muss erstmal gucken, ob das Video läuft. Ich quatsche hier. 15, 15, 20. Also minus 20 für meine Raglanlinie. Da bleiben 105 Maschen über. Und diese 105 Maschen teile ich mir jetzt auf in Rückenteil, Vorderteil und beide Ärmel. Das machen wir in diesem Fall auch ganz einfach. Ich muss das mal eben ein bisschen verschieben, damit ihr das jetzt sehen könnt. Und zwar teilen wir uns die 105 Maschen durch 3. Da kommt raus 35. Also 35 Maschen hätten wir jetzt für vorne, hinten und die Ärmel. Ich schreibe das nochmal hier einzeln auf. Da wir aber 2 Ärmel haben, müssen wir uns diese 35 nochmal durch 2 teilen für die Ärmel. Im Bild 35 geteilt durch 2 ist eine krumme Zahl, 17,5. Bei den Ärmeln kann man durchaus immer abrunden, deswegen nehme ich jetzt 2 mal 17 Maschen für die Ärmel. Das kann ich mir hier auch schon mal reinschreiben. 17, 17. Dadurch, dass hier jetzt eine krumme Zahl rauskommt und ich abgerundet habe, habe ich eine Masche mehr. Insgesamt gesehen. Für das Rückenteil hinten nehme ich 35 und für das Vorderteil hätte ich jetzt eigentlich auch 35, da ich aber hier bei den Ärmeln eine Masche übrig habe, nehme ich für das Vorderteil 36 Maschen. Wenn ihr krumme Zahlen bei euren Rechnungen rausbekommt, würde ich die Maschen immer, die übrig sind, vorne dazugeben. Das ist jetzt ein Kinderpullover, da ist es egal, aber bei einem Erwachsenenpullover für eine Dame zum Beispiel, braucht man vorne immer mehr Platz als hinten, schon alleine wegen der Brust. Viele Männer, wenn man jetzt einen Männerpullover strickt, haben auch einen Bauch, deswegen immer vorne dazugeben. Meistens ist der Rücken relativ glatt runter. So, wir schreiben das mal einmal hier auf. Hier ist hinten, hier ist vorne, hier sind die Ärmel. Wer das, für wen das noch neu ist, der kann sich das gerne auch so aufmalen. Das hilft manchmal echt fürs Verständnis und sich das Ganze nochmal so zu verdeutlichen. So, dann haben wir hier 35, nee, hier 36, hier ist ja vorne, Entschuldigung. Hier 35 und für die Ärmel 17. Das ist also schon mal soweit unsere Aufteilung. Jetzt machen wir aber erstmal Folgendes. Und zwar schlagen wir uns diese Anzahl an Maschen an, ne? Also nicht die, sondern die, weil die Raglan-Maschen brauchen wir ja auch. Also das, was ihr hier oben ausgerechnet habt, ich weiche im Bild, aus eurer Maschenprobe mal dem Kopfumfang geteilt durch 10, das schlagen wir jetzt an. Ich mache das Ganze mit dem Kreuzanschlag und schlage mir jetzt erstmal die 125 Maschen an, nehme schon Knoten in meiner Stricknadel. Und wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns wieder. Wenn ihr eure Maschen aufgenommen habt, dann stricken wir unser Bündchen. Und zwar machen wir das mit einer Nadelstärke kleiner. Wir haben ja jetzt den Kopfumfang genommen als Rechenbeispiel und das wird sonst zu weit am Hals. Deswegen stricken wir jetzt das Bündchen mit einer Nadelstärke kleiner. Ich habe natürlich mal wieder, weil ich immer so viele unterschiedliche Projekte gleichzeitig habe, keine vernünftige Dreiernadel mehr frei. Also in einer halben Nadelstärke kleiner, Entschuldigung. Ich habe ja mit 3,5 jetzt aufgenommen, die Maschen, und stricke sie jetzt mit einer Dreiernadel. Ich habe jetzt so ein Ding hier. Damit stricke ich jetzt mein Bündchen. Und zwar ach so, nee, ich stricke ein rechts verschränkt, eine links. Für rechts verschränkt stechen wir hier hinten ein, holen uns den Faden und stricken die Masche.
Dann stricken wir eine links. Und wieder eine rechts verschränkt. Muss mal gucken, was das hier überhaupt für eine Nadel ist. Die ist sehr flutschig. Ich glaube, ich habe die noch nie benutzt. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch so Erbstücke hier von meiner Mutter. Das ist immer ganz gut, wenn irgendwie alle meine guten Nadeln so in Gebrauch sind. Dann kann ich da noch mal schnell gucken, ob ich eine passende Nadel habe. So, ich stricke das Bündchen in Reihen hin und zurück offen, weil ich das immer bequemer finde, als die erste Runde direkt, also als nach dem Aufnehmen der Maschen, alles direkt zur Runde zu schließen. Ihr könnt das natürlich machen, das Ganze schon zur Runde schließen. Aber wie gesagt, so ist es bequemer und man kann hinterher das Bündchen einfach mit dem Restfaden mit 2-3 Stichen vernähen. Das ist so die bequemste, für mich auf jeden Fall die bequemste Variante. So, das machen wir jetzt einmal die ganze Reihe. Eine Masche rechts verschränkt, eine Masche links. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Bündchen stricken, das bleibt euch überlassen. Das funktioniert also hier mit jedem Bündchenmuster. Und wenn ich die Reihe fertig habe, dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt alle Maschen abgestrickt und jetzt, egal ob ihr in der Runde oder so wie ich in der Reihe strickt, werden in den nächsten Reihen oder Runden alle Maschen so abgestrickt, wie sie erscheinen. Das heißt, ich habe hier eine linke Masche, also stricke ich die links. Die rechts erscheinenden, Entschuldigung, ich bin gemeldet, ne? Die rechts erscheinenden werden rechts verschränkt gestrickt und die linken links. Und das machen wir jetzt für ein paar Reihen bzw. Runden, paar Zentimeter, so bis euch das Bündchen gut gefällt. Ich melde mich, wenn ich die passende Länge vom Bündchen erreicht habe und ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Ich habe jetzt ein paar Runden Reihen gestrickt und werde mir das jetzt zur Runde schließen. Ne? Dann brauche ich hinterher nur 1-2 Stiche machen, um das hinterher so zu verbinden. Ne? Um das zur Runde zu schließen, könnt ihr entweder so wie ich hier mit so einer kurzen Rundstricknadel arbeiten oder falls ihr eine lange Rundstricknadel habt, könnt ihr die Magic Loop Methode benutzen. Oder falls ihr mit dem Nadelspiel strickt, dann geht das ja auch dann einfacher mit dem Runden schließen. So, zum Runden schließen machen wir einfach Folgendes. Wir halten uns das hier so zusammen, gucken, dass hier nichts verdreht ist und stricken dann jetzt in der Runde weiter. Ach, da ist der Faden noch drüber gelegt. So. Ich gucke jetzt also hier weiter. Das ist meine erste Masche, ist eine linke Masche. Das heißt also, ich stricke jetzt einfach hier in der Runde weiter, indem ich dem Muster folge. Die erste Masche ist links. Die nächste ist rechts verschränkt. Ich habe hier ein bisschen unnatürliche Haltung, um im Bild zu sein. Habe ich die Hände weiter weg vom Körper, deswegen sieht das manchmal so ein bisschen ungelenk aus. Also ich stricke normalerweise mehr körpernah so. Und das ist schon alles. Jetzt haben wir uns die Verbindung gemacht. Wir stricken jetzt in der Runde weiter und ich stricke noch ein paar Runden weiter. Das Bündchen in die Länge. Gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. So, hier wird das jetzt in den nächsten Runden enger und diese Öffnung hier, die können wir uns hier einfach nachher ganz zum Schluss vernähen. Und wenn ich fertig bin mit meinem Bündchen, dann sehen wir uns wieder. Ich hatte vorhin vergessen, dass ihr euch natürlich jetzt einen runden Anfangsmarkierer setzen müsst. Ne? Den habe ich dann, als ich zur Runde geschlossen habe, dann eingesetzt. Jetzt habe ich hier noch eine Masche und dann beende ich mein Bündchen. Das ist jetzt hier die letzte Masche. Und
Markierer rüber. Also ich nehme den kurz raus, weil ich setze mir jetzt die Raglan Maschenmarkierer. Mein Bündchen ist relativ kurz. Es hat eine Länge von 2 cm. Das ist aber auch ein Kinderpullover. Falls ihr einen Erwachsenenpullover lieber stricken möchtet, dann würde ich das ein bisschen länger machen, ne? Vielleicht 3, 4, 5 cm. Könnt ihr gucken. Das kann man einfach auch nach, je nach Geschmack machen. Mal, irgendwie ist das hier alles nicht gut. So. Und jetzt setzen wir uns die Markierer so, wie wir das hier vorhin aufgeteilt haben. Wir befinden uns jetzt hier am Anfang und Ende der Runde in der Mitte des Rückens. Das heißt, wenn wir uns das so jetzt hinlegen hier, ist das hier unsere, die Mitte von unserem Rückenteil. Der Rücken wäre dann hier. Dann kommen hier die Ärmel und hier das Vorderteil. Uch, ist eine Mücke hier. Ich muss mal gerade gucken. Ich hatte mir ausgerechnet 35 fürs Rückenteil geteilt durch 2 sind 17,5. Das heißt also, ich muss jetzt auf der einen Seite 17 und auf der anderen Seite 18 Maschen abzählen. Wir brauchen 8 Raglan-Markierer, weil wir ja zwischen den Raglan-Markierern noch ein paar Maschen stricken. Also zähle ich mir jetzt hier 17 Maschen ab und setze mir meinen ersten Markierer. So. Eieieiei. Heute ist Montag. Ich fummel mit dem Markierer rum. So, nach dem halben Rückenteil folgt der Ärmel. Bei mir hat der Ärmel 17 Maschen. Dann kommt der nächste Markierer. Ach nee, ich habe die Raglan-Maschen vergessen. Quatsch. Also halbes Rückenteil. Oh. Nochmal, ihr zählt euch ein halbes Rückenteil hier ab. Jetzt kommen unsere Raglan-Maschen und das sind 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt der nächste Markierer und dann kommt der Ärmel. Ich sag ja, es ist Montag. So, jetzt kommen die Ärmelmaschen. Jetzt wieder 5 Raglan-Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Halbes Rückenteil, Ärmel. Jetzt kommt das Vorderteil. Das Vorderteil hat 36 Maschen. Ich zähle mal eben ab, Moment. So, nach 36 Maschen für mein Vorderteil kommt der nächste Markierer rein. Dann kommt die nächste Raglan-Linie mit 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt dann wieder ein Markierer rein. Jetzt folgt der zweite Ärmel mit 17 Maschen. Und dann kommt, oh, was ist das wirklich heute? Ich weiß auch nicht. Dann kommen wieder 5 Raglan-Maschen. Und jetzt sollte noch die Hälfte von eurem Rückenteil übrig sein. Die andere Hälfte sozusagen. Perfekt. Obwohl ich mich so schlecht konzentrieren kann heute, habe ich dann doch richtig gezählt. Sehr gut. So, jetzt, wo wir das gemacht haben,
stricken wir uns das auf die Nadel, mit der wir den Pullover eigentlich stricken wollen. Das Bündchen haben wir ja mit einer halben Nadelstärke kleiner gemacht. Deswegen lasse ich den runden Anfangsmarkierer erstmal noch draußen. Und ich stricke mir jetzt noch eine letzte Runde in meinem Bündchenmuster. Und zwar nehmen wir uns jetzt einfach die Nadel, mit der wir stricken wollen, legen uns die hier vorne dran und stricken uns das Muster einfach auf die neue Nadel. Ach ja, ich stricke gar nicht zwei rechts, zwei links. So, einfach auf eure eigentliche Stricknadel stricken und wenn wir das gemacht haben, sehen wir uns wieder. Ich wurde ja jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob ich nicht mal einen Pullover mit verkürzten Reihen stricken kann. Verkürzte Reihen macht man, um einen besseren Sitz zu bekommen. Also die einen schwören da drauf, die anderen sagen, brauche ich nicht. Manchmal macht es Sinn, das zu machen. Vor allen Dingen denke ich bei Erwachsenen, bei Kindern weiß ich nicht, ob das unbedingt so wichtig ist. Aber es gibt einen etwas anderen Sitz. Und zwar bedeuten diese verkürzten Reihen, wir haben jetzt hier unser Vorderteil, hier unsere Ärmel und das ist das Rückenteil, dass wir jetzt im nächsten Schritt ein paar Reihen stricken. Und zwar nicht mehr ganz in der Runde rum, sondern hier ist unsere Mitte vom Rücken. Wir stricken bis hier, dann zurück bis hier, wieder zurück bis hier, wieder zurück bis hier. Und das gibt dem Ganzen hier hinten eine Art Keil, der dann so ein bisschen so verläuft. Und dafür sorgt, dass hinterher das Ganze am Nacken höher sitzt, so könnte man sich das ungefähr vorstellen, als vorne am Hals. Gerade wenn man empfindlich ist und zum Beispiel auch keinen Rollkragen mag oder so, oder das nicht eng am Hals mag, kann das eine große Hilfe sein. Und genau das, wie das geht, gerade bei Raglan, das zeige ich euch jetzt. Weil bei Raglan ist das nämlich noch mal ein bisschen anders, als wenn man jetzt eine Rundpasse strickt. Da ist es ein bisschen einfacher mit der Rundpasse. Und hier beim Raglan ist es auch nicht so schwierig. Ich zeige euch das jetzt. Ich mache mal erstmal meinen runden Anfangsmarkierer jetzt rein und dann ziehe ich mir jetzt die Maschen, ich habe ja hier noch eine sehr lange Stricknadel, auf die Nadel, die ich abstricken möchte. Und zwar ziehe ich jetzt rechts meinen Faden dran, also stricke ich diese Maschen jetzt ab und ziehe mir einfach jetzt hier vorne in der Mitte das Seil raus. Oh, ist der Markierer auch schon wieder rausgeflogen, dass ich die Maschen jetzt hier stricken kann. Das ist so ein bisschen eng, weil ich erst eine Runde mit dieser 3,5er Nadel gestrickt habe, aber es geht. So, jetzt nehmen wir uns unseren Arbeitsfaden, stecken diesen rausgeflutschten Markierer wieder rein und stricken jetzt ganz normal alle Maschen im Muster, also in meinem Fall glatt rechts. Und zwar bis wir, das ist ja noch unser Rückenteil, das sind die Raglanmaschen, hier kommt unser Ärmel. Und zwar sehen wir uns wieder, wenn wir hier an dem zweiten Raglanmarkierer sind. Also wir stricken das Rückenteil, nehmen diesen Markierer rüber, stricken die Raglanmaschen und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe hier alle Maschen rechts gestrickt, bin jetzt hier an meinem zweiten Markierer, nehme den rüber und stricke noch zwei Maschen rechts. Und jetzt möchte ich zurückstricken. Dafür wende ich mir meine ganze Arbeit, ich drehe das einfach so um und dann sieht man schon, die vorhin rechts gestrickten Maschen erscheinen hier als links. Und jetzt nehme ich mir die erste Masche hier vorne rüber auf meine rechte Nadel, nehme den Arbeitsfaden, ein bisschen heran, nehme den Arbeitsfaden und ziehe mir diese Masche mit dem Arbeitsfaden hinten einmal so stramm. Seht ihr das? Da erscheint dann
aus einer Masche so eine Art Doppelmasche. Hier ist meine abgehobene Masche und wenn ich das so rüberziehe, ist das eine Doppelmasche. Und das lasse ich so. Ihr könnt es nochmal von vorne sehen, so sieht das aus. Und jetzt stricke ich linke Maschen zurück. Die Markierer hebe ich einfach nur ab und stricke erstmal alle Maschen links. Und zwar, hier ist die Mitte von meinem Rückenteil, also bis über die Mitte von meinem Rückenteil. Die andere Hälfte vom Rückenteil, die Raglanmaschen und dann bis zu der gleichen Stelle wie hier auf der anderen Seite. Das heißt, wir sehen uns hier nach den Raglanmaschen wieder. Ihr strickt also jetzt alle Maschen links, bis wir hier zu dem zweiten Markierer kommen. Ich habe jetzt also hier über die Raglanmaschen den kompletten Rücken, Entschuldigung, und hier diese 5 Raglanmaschen, alle Maschen links gestrickt und stricke jetzt auf dieser Seite auch nur 2 Maschen von meinem Ärmel. Und zwar die natürlich auch links, weil wir jetzt auf der Rückreihe sind. Dann drehe ich mir das Ganze wieder um und lege mir den Faden hier vorne vor die Arbeit und hebe auch diese Masche rüber auf die rechte Nadel. Nehme mir wieder den Arbeitsfaden und ziehe diese Masche hier nach hinten. Und ihr seht wieder, was passiert. Wenn ihr das nach hinten zieht, erscheint diese Art Doppelmasche. Und jetzt sind wir auf einer Hinreihe. Und in der Hinreihe machen wir uns jetzt auch zusätzlich unsere Zunahmen. Und zwar aus dem Querfaden. Also, das habe ich mir nämlich noch nicht vorher überlegt, aber die sind eigentlich am schönsten. Wir machen vor dem Markierer eine rechtsgeneigte Zunahme und zwar stechen wir dafür von hinten mit der rechten Nadel unter diesen Querfaden ein. Ich habe dafür auch noch mal eine gesonderte, ganz ausführliche Anleitung, wenn ihr diese rechts- und links geneigten Zunahmen machen möchtet. Die verlinke ich euch in der Beschreibung. Ne? Ihr stecht also von hinten ein, so dass sich dieser Faden hier nach rechts neigt und strickt diesen zusätzlichen Faden, den wir gerade aufgenommen haben. Das ist manchmal ein bisschen eng. Einfach rechts ab. Dann strickt ihr die verbliebene Masche rechts, nehmt den Markierer rüber. Die Raglanmaschen werden immer glatt rechts gestrickt, also in der Hinreihe rechts und in der Rückreihe links. Nur so lange, wie wir die verkürzten Reihen machen, danach stricken wir in der Runde weiter. Jetzt heben wir diesen Raglan-Markierer rüber und auf dieser Seite machen wir eine linksgeneigte Zunahme. Und für die linksgeneigte Zunahme nehmen wir uns auch wieder diesen Querfaden hier. Allerdings stechen wir von vorne drunter und heben uns die auf die Nadel. Und dann neigt er sich nach links und den stricken wir hier hinten rum rechts verschränkt ab. Wem das zu schnell geht, der kann sich einfach nochmal das verlinkte Video anschauen, wo das ganz genau und langsam nochmal gezeigt wird. Jetzt stricken wir wieder über das gesamte Rückenteil alle Maschen rechts, bis eine Masche vor unserem nächsten Raglan-Markierer. Also hier sind wir ja noch am Rücken, ne? Ist die Mitte. Und wenn wir dann hier ankommen, eine Masche vor unserem Markierer, sehen wir uns für die nächste Zunahme wieder. Wir haben jetzt hier übers Rückenteil gestrickt, kommen jetzt zu unserem ersten Raglan-Markierer und stricken dort auch wieder eine rechtsgeneigte Zunahme. Ihr seht also hier wieder diesen obersten Querfaden. Da stecht ihr von hinten drunter
und strickt diesen Faden rechts ab. Falls das irgendwie nicht geht, könnt ihr euch den hier so ein bisschen lockern und dann nochmal von rechts einstreichen. Rechts abstricken, die nächste Masche auch rechts. Markierer rüberheben, die Raglanmaschen alle rechts. Markierer rüberheben. Wir machen eine links geneigte Zunahme, indem wir von vorne nach hinten einstechen und das Ganze rechts verschränkt abstricken. Ich habe hier immer diesen Lichtring hier vor der Nase, also wundert euch nicht, warum das manchmal hier so komisch aussieht. Ich sehe nicht immer hier, was ich tue. Ne? Zum Glück kann ich das meiste schon echt ohne hinzugucken stricken. So, jetzt kommen wir zu unserer Doppelmasche. Gleich, da ist sie. Das, also erst stricken wir noch eine rechts. Und jetzt kommt hier unsere Doppelmasche. Halt das mal hier in die Kamera. Das seht ihr hier. Das ist nämlich hier unten dieses Maschenglied. Und da oben ist dieser sind diese zwei Fäden, obwohl das nämlich nur eine Masche ist. Und diese Doppelmasche stricken wir rechts ab als eine Masche. Dann stricken wir noch eine Masche weiter und wenden uns das Ganze. Und jetzt ist quasi wieder die Wiederholung von vorhin. Wir nehmen uns diese Masche rüber auf die rechte Nadel, ziehen uns mit dem Arbeitsfaden diese Masche einmal hintenrum stramm, sodass hier wieder diese zwei Beinchen entstehen. Und stricken einfach nur alles links zurück, bis wir auf der anderen Seite an unserer Doppelmasche ankommen. Dann sehen wir uns wieder. Hier ist das Rückenteil. Hier sind die Raglanmaschen. Die habe ich abgestrickt in links. Und jetzt kommen wir gleich hier auch wieder zu unserer Doppelmasche. Und hier stricken wir erstmal links und links, und dann seht ihr, ist hier unsere Doppelmasche. Die halte ich euch noch mal ein bisschen näher ran hier. Ne? Die wird auch als eine Masche links abgestrickt. Dann gehen wir hier eine Masche weiter noch, stricken die links und wir wenden uns das Ganze wieder und stricken auf der rechten Seite zurück, indem wir uns eine neue Doppelmasche machen. Das heißt also, ihr hebt den Arbeitsfaden und die Masche ab, zieht euch das hier rüber, so dass diese V-Doppelmasche hier entsteht, strickt alles rechts bis eine Masche für eure Markierer. Und jetzt sind wir bei den rechten Maschen. Da machen wir also wieder unsere Zunahme. Ist so eng. Muss ich mir mal eben hier weiten. Oh, komm jetzt hier. Heute ist nicht mehr Montag. So, die wieder rechts. Markierer rüber. Raglanmaschen rechts, Markierer rüber und links geneigte Zunahme aus dem Querfaden. Ich muss mal eben vor meine Nase halten, sonst kann ich das nicht sehen. Jetzt habe ich den Ring hier vorm Gesicht. So, die wird rechts verschenkt abgeschrickt. So, nee, da war ich auch irgendwie den Faden aufgespießt. So, rechts verschränkt abstricken. Jetzt wieder alles rechts, bis wir hier eine Masche vor unserem Markierer sind. Vor dem Markierer angekommen. Wieder die Zunahme nicht vergessen. Rechts geneigt, eine Masche rechts, Markierer rüber, die Raglanmaschen rechts stricken,
Markierer rüber, links geneigte Zunahme, rechts verschränkt abstricken. Jetzt guckt ihr wieder, dass ihr wieder alles rechts strickt, bis ihr zu eurer Doppelmasche kommt. Da ist sie. Die strickt ihr als eine Masche rechts ab, dann noch eine Masche mehr und es geht wieder zurück. Und das ist schon dieses Prinzip der verkürzten Reihen. Das machen wir jetzt nochmal die Reihe zu Ende und vielleicht kann man dann schon relativ gut was sehen. Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass man da erstmal, ne, also Masche abheben und mit dem Faden hinten stramm ziehen und jetzt links zurückstricken. Das Problem ist immer, dass man erstmal ein paar Reihen hin und her stricken muss, bis man wirklich ein gutes Ergebnis sehen kann von den verkürzten Reihen, was die quasi so machen und was die am Schnitt des Pullovers verändern. Generell sagt man, dass dieser Keil, den man durch das Stricken der verkürzten Reihen sich einstrickt hinten, dass der im Durchschnitt ungefähr 2-2,5 Zentimeter sein soll bei einem erwachsenen Menschen. Allerdings ist das wie fast alles bei Kleidung sehr individuell, weil jeder hat eine andere Länge von seinem Rücken, eine andere Länge von seinem Nacken, eine andere Breite von seinen Schultern. Also das ist wirklich ganz individuell. Man kann auch einfach ein bisschen damit experimentieren und schauen, was gefällt mir, wie sieht das aus. Ihr könnt das anprobieren, wenn euer Seil lang genug ist und mal schauen, wie sitzt denn das, wenn das jetzt hinten ein paar Reihen mehr gestrickt ist als vorne. Also ich finde immer, das ist so wie mit den ganz normalen Kleidergrößen, wenn ihr jetzt in irgendein Modegeschäft geht. Und bei der einen Modemarke hat da eine Größe 40 und bei der anderen ist es auf einmal eine Größe 44. Also das ist ganz individuell. Das kriegen die Modefirmen auch nicht hin, alles in einer Größe irgendwie mal korrekt zu normen. Und ich sage auch immer, eine Kleidergröße sagt nicht so viel aus, ne? Weil der eine hat hier ein bisschen mehr Speck, der andere hat einen größeren Busen. Das ist also wirklich alles sehr individuell und das ist das Schöne beim Stricken von Kleidung, dass ihr da alles genau auf euren Körper abstimmen könnt. Das finde ich sehr, sehr schön und das geht halt am besten, wenn man RVO strickt, weil ihr da immer anprobieren könnt und weil ihr da einfach dann auch durch Zuabnahmen euch das Ganze formen könnt, durch diese verkürzten Reihen. Ihr könnt euch das also wirklich alles direkt auf euren Körper formen. So, jetzt habe ich so viel gequatscht hier wieder, dass wir gar nicht mehr pausieren müssen, weil wir kommen schon hier zu den Raglan-Markierern, also hier einfach nur alles links stricken, Markierer rüber, ach, das ist ja ein Gebimmel hier wieder, Markierer-Gebimmel. So, nach dem Markierer guckt ihr wieder darauf, wo ist eure Doppelmasche, das sind noch normale hier. Das ist auch noch eine normale linke Masche, das auch. Und da erscheint eure Doppelmasche, die ihr als eine links abstrickt. So, ich ziehe das jetzt mal einmal alles so aufs Seil, dass wir uns das mal angucken können, was jetzt hier passiert ist bisher. Ach ja, kann man schon ein bisschen kann man schon sehen. Das ist leider nicht ganz durch. Entschuldigung für das Gebimmel hier. So, seht ihr das? Ist das Ganze im Bild? Ja. Also, hier ist unser Vorderteil, ne? Und was wir jetzt gemacht haben, ist uns hier hinten den Rücken zu verlängern, ne? Und das hier ist jetzt noch relativ wenig. Ich habe jetzt ja hier einen Kinderpullover, also wahrscheinlich werde ich nicht mehr so viele reinmachen, vielleicht noch ein-, zweimal hin und her. Und ihr könnt das jetzt zum Beispiel, wenn ihr das auf Norm stricken wollt, so machen, dass ihr, also nicht mit dem
nicht mit dem Bündchen mitgemessen, sondern ab eurem glatt rechts gestrickten gemessen, dass ihr jetzt hier vielleicht 2 cm habt. So lange strickt ihr hin und her und nehmt in jeder Runde immer eine Masche mehr. Ich kann euch das auch nochmal aufmalen, wenn ich jetzt hier einen Zettel finde. Ja. Meine Schmalzettel für meine Tochter, meine Schmierzettel. Also, wir haben hier unser Bündchen, sage ich jetzt mal. Hier sind unsere Raglan-Markierer. Hier ist vorne, hier ist hinten, hier sind die Ärmel. Und wir haben jetzt, sind jetzt hier gestartet vorhin und sind in diese Richtung, haben wir gestrickt bis zu diesem Punkt. Dann sind wir gewendet und haben bis, ich mache das jetzt nicht schön, ne? Ich kann auch nicht gut zeichnen, bis zu diesem Punkt gestrickt. Sieht man das? Ja. Dann sind wir von hier, haben wieder eine Masche mehr genommen und sind von hier wieder zurück und haben da auf der Seite auch eine Masche mehr genommen. Dann sind wir von dieser Seite wieder zurück auf diese Seite und haben hier auch wieder eine Masche mehr genommen. Seht ihr, was passiert? Hier vorne passiert nichts und hier hinten kommt dieser wunderschön geformte Keil rein. Und das Ganze, ne, könnt ihr jetzt so oft machen, wie ihr wollt. Dann würde sich das immer so weiter verändern. Manche machen das auch ganz, ganz weit und zwar so weit, bis sie sich hier vorne treffen auf beiden Seiten. Das ist aber, wie gesagt, auch Geschmackssache. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und das hier werde ich jetzt noch für 1-2 Reihen machen. Und wenn das fertig ist, dann sehen wir uns wieder. Wem das Ganze zu kompliziert ist, der braucht das natürlich nicht stricken. Also ihr könnt den Pullover auch sonst ganz normal ohne verkürzte Reihen stricken. Wenn ihr das machen wollt, dann spult ihr einfach ein bisschen vor bis zu dem Punkt, wo ich kann euch den sonst auch noch mal verlinken in der Beschreibung, wenn ich mit dem Video fertig bin, wo wir die verkürzten Reihen fertig haben. Ab da geht es dann mit einem ganz normalen Raglan weiter. Okay, wir sehen uns dann, wenn ich meine verkürzten Reihen fertig habe. Ach so, denkt an eure Zunahmen. Wenn ihr also auf der rechten Seite strickt, wo auch die rechten Maschen erscheinen, denkt daran, hier und hier eure Zunahmen zu machen. Also immer vor diesem und nach diesem Markierer. Und auf der anderen Seite auch, ne? Vor diesem und nach diesem. Auf der Rückreihe alles links und auf der Hinreihe alles rechts, inklusive der Zunahmen. Auf der linken Seite werden keine Zunahmen gemacht. Ich befinde mich gerade in einer Rückreihe von unseren verkürzten Reihen. Und zwar habe ich jetzt die letzte Doppelmasche hier abgestrickt und habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linke Maschen. Mache jetzt noch eine letzte verkürzte Reihe Reihenmasche, also stricke mir noch eine Masche, wende mir das Ganze, mache mir hier noch eine Doppelmasche, also abheben, festziehen und werde jetzt verkürzten Reihen beenden, indem ich einfach ganz normal wieder alles rechts stricke. Wir sind auf einer Hinreihe, müssen also unsere Zunahmen machen. Ich stricke jetzt mal eben hier noch rum mit meinen Zunahmen, bis wir auf dieser Seite ankommen. Dann sehen wir uns wieder. Rücken habe ich gestrickt, Zunahme, Raglanmaschen, Zunahme. Und jetzt kommen wir hier wieder zu unseren normal rechten Maschen. Und jetzt wollen wir in der Runde weiter stricken. Das heißt also hier vorne jetzt wieder rum, so dass wir jetzt immer wieder in der Runde stricken können.
Und dazu stricken wir jetzt einfach hier alle Maschen ab. Rechts. Hier kommt unsere Doppelmasche, die stricken wir auch einfach rechts ab. Die nächste stricken wir rechts ab. Und jetzt stricken wir einfach in der Runde weiter. Und zwar müssen wir jetzt natürlich auch an den anderen Markierern unsere Zunahmen machen. Hier kommen wir zu unseren nächsten Raglan-Maschen. Da machen wir die Zunahme auch wieder eine Masche vor diesem Markierer und eine Masche nach diesem Markierer. So, hier kommt die rechts geneigte Zunahme. Ich weiß übrigens, warum ich hier so Probleme habe, meine rechts und links geneigten Zunahmen zu machen. Ich habe nämlich eine stumpfe Nadel, also ich habe keine Lace-Spitze vorne. Wenn ihr spitze Nadeln habt, ist das immer ein bisschen einfacher. Noch schlimmer ist die links geneigte Zunahme, wenn man die rechts verschränkt abstricken will. Weil da kommt man dann ohne Lace-Spitze meist ganz schlecht rein. Das ist mein Gefummel. Aber ich habe auch, glaube ich, keine andere 3,5er Nadel. Ich glaube, das ist sogar meine einzige. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall strickt ihr jetzt einfach alles rechts ab. Macht aber jetzt immer vor diesem und nach diesem Markierer eure Zunahmen. Und wenn wir gleich hier zu unserer Doppelmasche hier kommen, also hier vorher, da sehen wir uns dann wieder. So, jetzt gibt es nur noch eine kleine Besonderheit. Und zwar kommen wir hier zu unserer Doppelmasche. Wir stricken also hier rechts. Ups. Die Doppelmasche, achtet darauf, auch durch beide einzustechen, stricken wir auch rechts. Und jetzt ist es so, dass dieses Beinchen hier unten etwas schlabberig ist. Und damit das hinterher nicht so auffällt im Gestrick, nehme ich mir jetzt mit der linken Nadel diese beiden, das ist ja die Doppelmasche, deswegen sind das zwei Fäden, hier auf die linke Nadel und stricke mir das auch nochmal einmal hier rechts ab. Nee. Nicht nur das, sondern auch die nächste, sonst mache ich mir ja eine zu viel. So. Also ich mache nochmal. Das war die abgestrickte Doppelmasche. Dann heben wir uns dieses Beinchen hoch und stricken diese nächste Masche mit diesem abgehobenen Beinchen hier, im Bild, rechts zusammen ab. Dann war es das schon. Dann geht es einfach wieder ganz normal rechts weiter. Denkt daran. In dieser Runde sind wir noch in der Zunahmerunde. Das heißt also immer hier wieder eine Masche vorher. Eine Zunahme stricken. Soll ich mal gleich gucken, ob ich noch andere 3,5er Nadeln habe. Wenn die Querfadenzunahmen nicht so gut gehen mit dieser. So. Links geneigte Zunahme. Ach, ist da, da geht es nämlich schon wieder los. Ich versuche mir schon den Faden hier mit dem Daumen so ein bisschen anzuheben. So. Und am Ende dieser Runde sehen wir uns wieder. Auch für alle, die dann keine verkürzten Reihen stricken. Ich bin kurz vor Ende der Runde und bin jetzt fertig mit meinen verkürzten Reihen und jetzt wird einfach nur in der Runde weiter gestrickt. Das heißt also, jetzt geht es auch so weiter wie für alle, die keine verkürzten Reihen stricken möchten. Diejenigen, die das nicht möchten mit den verkürzten Reihen, die haben jetzt dieses Bild hier immer noch und hier hinten sieht das genauso aus wie hier vorne. Ne? Also ihr habt nicht diesen Keil, sondern ihr habt einfach nur dieses Bündchen. Und zwar stricken wir uns
in jeder zweiten Runde unsere Zunahmen. Ich habe jetzt hier in der letzten Runde Zunahmen gestrickt. Deswegen stricke ich in der nächsten Runde keine Zunahmen. Also, ihr, die keine verkürzten Reihen gestrickt habt, startet aber jetzt mit einer Zunahmerunde. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal nur meine Maschen alle rechts abstricken. Das ist jetzt die Runde ohne Zunahmen. Bei ohne Zunahmen passiert eigentlich nichts, außer dass alles rechts abgestrickt wird. Die Markierer werden immer nur rübergehoben. Und um sich, falls ihr Angst habt, durcheinander zu kommen, mit welcher, in welcher Runde muss ich jetzt Zunahmen machen und in welcher nicht, könnt ihr euch sonst einen Reihenzähler zu Hilfe nehmen oder ihr schreibt euch das auf dem Zettel auf. Ist bei mir ja auch so, ich muss öfter mal das Strickstück zur Seite legen. Also ich stricke jetzt einfach alle Maschen rechts ab und dann sehen wir uns für die nächste Runde, für die Zunahmen wieder. Und alle, die keine verkürzten Reihen gestrickt haben, starten quasi dann mit mir in der nächsten Runde die Zunahmerunde. So, wir starten mit einer Zunahmerunde. Wir befinden uns an der Mitte des Rückenteils und stricken in der Zunahmerunde alle Maschen. Also wir stricken jetzt sowieso alle Maschen immer nur rechts und in der Zunahmerunde stricken wir alle Maschen rechts bis eine Masche vor unserem ersten Markierer. So, wir machen ja rechts und links geneigte Zunahmen. Wie gesagt, es gibt dazu ein gesondertes, ausführliches Tutorial auf meinem Kanal, das ich euch hier in der Videobeschreibung verlinke. Schaut auf jeden Fall immer in die Videobeschreibung rein, falls hier nämlich im Nachhinein irgendwelche Fehler mal auftauchen, wird das da drin stehen. Die Raglan-Maschen, diese 5 Maschen, werden immer rechts gestrickt in jeder Runde. Und nach diesen 5 Raglan-Maschen kommt unsere links geneigte Zunahme, die wir rechts verschränkt abstricken. Wie gesagt, falls ihr die verkürzten Reihen mit mir gestrickt habt, ich habe keine gute Nadel für diese Art der Zunahme. So, und das ist schon alles. Das wird die komplette Runde rumgemacht. Ich stricke mal eben noch, bis hier mein Seil rauskommt und dann lege ich euch das mal eben aus oder ich zeige euch noch eine Zunahme noch mal eben. So, hier kommt eh das Seil raus. Mir auch noch 2 Wollknäule hier, weil ich handgefärbt stricke. So, jetzt kommen wir hier zu unserer nächsten Zunahme. Alles rechts. Da ist wieder die letzte Masche vor dem Markierer und ihr stecht von hinten nach vorne ein. Dann lockere ich mir den Faden hier ein bisschen und stricke diesen Faden rechts ab. Die letzte Masche auch rechts, Markierer rüber, die 5 Raglan-Maschen rechts, Markierer rüber. Auf der anderen Seite steche ich mit der linken Nadel von vorne nach hinten ein. Stricke diesen Faden rechts verschränkt ab. Also ich empfehle euch definitiv eine spitzere Nadel, also eine Nadel mit einer Lace-Spitze oder so. Da geht das einfacher. Und das ist alles, was in dieser Runde passiert. Es wird einfach glatt rechts gestrickt und es werden diese Zunahmen gemacht. Wir ziehen einfach mal jetzt alles raus, dass wir uns das angucken können. Am besten nicht die Maschen noch mit rausziehen. So.
und Chaos beseitigen. Okay. Wir sind hier jetzt gerade bei unserem Vorderteil. Hier vorne. Und das Ganze wird jetzt einfach nur immer in Runden gestrickt. Wir beenden diese Zunahmerunde, das heißt also vor dem Markierer Raglan maschen, nach dem Markierer zunehmen. Alles rechts stricken, vor dem Markierer eine rechtsgeneigte Zunahme, die 5 Raglan maschen rechts stricken, nach dem Markierer eine linksgeneigte Zunahme und alles rechts. Und wenn ihr dann hier in der Mitte angekommen seid, wisst ihr, es startet eine neue Runde und in der nächsten Runde wird alles nur glatt rechts abgestrickt. Und dann folgt wieder eine Zunahmerunde. Das wechselt sich jetzt immer ab, bis wir eine gewisse Länge von unserer Raglanlinie haben. Hier ist ja jetzt noch nicht viel zu sehen zum Messen. Ich stricke jetzt erstmal schön vor mich hin. Hier am Rücken sieht man ja schon ein bisschen eine Raglanlinie durch die verkürzten Reihen. Es wird also mal so aussehen, auch hier vorne. Wir messen aber nachher an den vorderen Raglanlinien. Also sehen wir uns, wenn das Ganze ein bisschen gewachsen ist. Und dann erzähle ich euch, wie lang eure Raglanlinien für die verschiedenen Größen sein müssen. Dann zeige ich euch, wo wir ausmessen. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Ich bin nun fertig mit meinem Pullover und bereit zur Aufteilung. Dieser Pullover ist ja nach dem Kopfumfang berechnet. Das heißt, der sitzt am Hals nicht eng an. Also messe ich für diese Raglanlinie den Ausschnitt, das Bündchen mit. Und ich bin jetzt hier bei einer Gesamtlänge von 17 cm vorne gemessen. Hinten ist es ja ein bisschen mehr, weil wir da ja durch die verkürzten Reihen auch eine längere Raglanlinie haben. Da haben wir ja eher damit begonnen. Meine Empfehlung ist, immer anprobieren, weil selbst Größen nicht viel aussagen. Ne? Jeder hat eine andere Schulterbreite, eine andere Länge vom Hals bis zur Achsel. Wenn ihr genaueres über die Maße und die verschiedenen Größen, vor allen Dingen bei erwachsenen Größen, bei den Raglanlinien wissen wollt, dann schaut euch mein Video an, RVO und Rundpasse messen und anprobieren, wie man das machen kann. Und was man da ausmessen muss, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Hier ist es jetzt so, dass das ja ein Pullover für eine Vierjährige wird, die aber relativ groß ist und sehr zierlich. Dieser Pullover ist ja mit einer vierfädigen, ganz dünnen Wolle gestrickt worden. Das heißt, der liegt sehr eng am Körper an, da wird nichts drunter gezogen. Das ist so ein Übergangspullover. Wenn ihr jetzt mit dickerer Wolle strickt, solltet ihr die Raglanlinie auch ein bisschen länger machen, weil ihr dann ja mehr Volumen habt. Aber wie gesagt, schaut euch das Video an, da wird alles nochmal genau erklärt. Ich habe jetzt hier für eine Vierjährige 17 cm. Die Maße für die Erwachsenengrößen findet ihr im vorhin genannten Video. Ja, dann würde ich sagen, teilen wir jetzt auf. Um die Ärmelmaschen stillzulegen, nehme ich mir immer so Fadenreste. Man kann das aber auch auf eine Klammer ziehen. Je nachdem, was ihr da habt, wie professionell ihr da ausgestattet seid. Ich habe keine Ärmelklammern. Deswegen muss ich mit Fadenresten arbeiten. Wir sind jetzt hier am Rücken und wir stricken jetzt das Rückenteil noch hier bis zu unserem ersten Markierer weiter. Und zwar einfach alle Maschen rechts. Und wenn wir da angekommen sind, dann sehen wir uns wieder. Ach so, vielleicht noch ein Hinweis, falls ihr gerade für jemand anderen strickt und nicht anprobieren könnt, dann, Moment, ich hätte mir schon das Seil rausgezogen, faltet ihr euch das erstmal so zusammen, wie ein Pullover letztendlich aussehen würde. Und zwar legt ihr dann hier die Raglanlinie auf die Raglanlinie, legt euch das alles gerade hin. Bei mir ist es gerade schwierig mit gerade hinlegen, weil dieses Seil, das ist so wellig, das muss ich mal wieder ein bisschen glätten. Und dann schaut ihr euch die Breite an. Hier, von hier nach hier.
Ne, und legt euch das auf einen Pullover oder auf ein Shirt in dieser Größe oder ihr messt diese Breite aus und fragt dann, falls ihr Kinderpullover strickt für jemand anderen oder ein Babypullover, bei der Mama von dem jeweiligen Baby nach, wie breit dieses Kind ist. Ne? Und dann muss man natürlich immer ein bisschen Luft dazu rechnen, damit der nicht hauteng ist. Ich stricke generell für Kinder immer eine Nummer größer als das jetzige Kind ist, weil vor allen Dingen, wenn es ein Mädchen ist, dann kann man das Ganze erst als Kleid tragen im ersten Jahr und dann passt es im zweiten Jahr auch noch als Pullover. Gut, das nochmal zu den Maßen. Jetzt stricke ich alles rechts und wir sehen uns am Markierer wieder. Hier am ersten Markierer von der Raglan-Linie angekommen, stricke ich noch meine letzte Masche. Dann kann dieser Markierer raus. Ich stricke meine Raglan-Maschen. Nehme diesen Markierer auch raus und jetzt ziehe ich mir hier die rechte Nadel einmal so raus, dass mir hier keine Maschen verloren gehen. Dann nehme ich mir meine Vernähnadel und meinen Fadenrest und ziehe mir jetzt diese Ärmelmaschen auf diesen entweder auf den Seil oder auf diesen Fadenrest. Jetzt mache ich das mal hier ein bisschen raus. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich die mit der Nadel so abhebe. Man kann aber auch mit der Nadel hier durch die Maschen durchstechen. Das geht meistens einfacher, wenn das Ganze auf dem Seil liegt, wenn man da mehr Platz hat. Ne, dann könnt ihr hier so eure Nadel durchstechen und alle Maschen hier auffädeln auf diesen Faden. Da kann es aber schon mal passieren, dass man eine Masche vergisst. Deswegen mache ich das eigentlich nicht so gerne. Ich meine, klar, die kann man hinterher immer wieder hochstricken, aber das muss jeder so machen, wie es am besten für ihn funktioniert. Machen wir es jetzt einfach mal so weiter. Achtet darauf, dass euch hier hinten der Faden nicht rausflutscht. Ich glaube, ich habe einen relativ, bin ich überhaupt im Bild, einen kurzen Faden. Da müsst ihr also auch darauf achten, dass ihr jede Masche mitnehmt hier. Ich habe hier wieder irgendein Haar sogar eingestrickt. Ups. Und das Ganze wird dann aufgefädelt, bis wir hier an dem nächsten Markierer ankommen. Das sind unsere Ärmelmaschen. Da ist die letzte Masche. Dann zieht ihr die Nadel vorsichtig raus. Guckt, dass der Faden schön mittig sitzt hier. Und dann könnt ihr jetzt, wenn ihr das auf diese Weise gemacht habt, die Nadel, die Maschen hier von der Nadel schieben. Aber vorsichtig, nur bis zu dem Markierer. Alles andere haben wir ja nicht auf dem Seil gesichert. Jetzt kann dieser Markierer auch raus und wir ziehen uns die linke Nadel ein bisschen raus, dass uns nichts verloren geht und haben jetzt hier unsere Ärmelmaschen stillgelegt. Ich knurre mir das hier immer so ein bisschen zusammen, mache mir eine Schleife oder eine Doppelschleife und habe jetzt hier quasi diese Verbindung und das hier ist mein Ärmel. Wenn ihr wissen wollt, wie groß dieser Ärmel jetzt ist und das vielleicht auch noch mal testen wollt, ob euch das passt, dann braucht ihr hier auf jeden Fall genug Platz mit dem Faden, dass ihr alle Maschen einmal so ausgebreitet hinlegen könnt. Könnt ihr euch das nämlich hier dann so zusammenknoten, dann seht ihr direkt, wie groß dieser Ärmel ist. Und ich brauche das gar nicht anprobieren. Ich sehe direkt, dass das groß genug ist. Meine Tochter hat sehr dünne Arme. Also die bräuchte wahrscheinlich nur so viel. Deswegen können wir nachher auch ein paar Abnahmen stricken. Und dann machen wir uns die Verbindung. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die ein bisschen veränderbar ist und anpassbar ist. Wenn ihr jetzt festgestellt habt, eigentlich passt mir das in der Breite, aber irgendwie ist mir es zu eng am Arm. Oder der Arm ist zwar gut, aber es ist in der Breite doch ein bisschen zu eng. Dann könnt ihr euch jetzt hier unterm Arm noch Maschen aufnehmen, die das Strickstück und die Ärmel vergrößern.
Ich mache das nicht, weil das bei mir alles groß genug ist. Ich zeige euch aber jetzt, wie das geht. Und zwar, ich werde jetzt hier einfach rechts weiter stricken. Ne? Für diejenigen, die jetzt Maschen aufnehmen wollen, die brauchen jetzt die linke Nadel erstmal nicht. Die nehmen jetzt einfach den Faden und die rechte Nadel und machen sich eine Schlaufe und legen diese Schlaufe auf die Nadel und ziehen dann an. Jetzt habt ihr eine Masche gebildet. Wieder eine Schlaufe und die einfach auf die Nadel legen, locker anziehen, habt ihr eine zweite gebildet. Dritte, vierte, fünfte und so weiter. Ich brauche die nicht, ne? Wie gesagt, ich habe genug Platz und möchte den Pullover jetzt nicht größer haben. Merkt euch, wie viele Maschen ihr hier aufgenommen habt, damit ihr das unter dem anderen Arm genauso machen könnt. So, wir stricken, wenn ihr die Maschen aufgenommen habt, falls ihr welche braucht, geht es auch ganz normal weiter. Dann strickt ihr hier jetzt einfach ganz normal rechts weiter, zieht euch das hier ein bisschen ran. Das wird in den nächsten Runden dann wieder fester. Der Markierer kann jetzt auch raus und dann stricken wir hier unser Vorderteil bis auf die nächste Seite, bis wir hier ankommen. Dann machen wir auf dieser Seite genau das gleiche wie auf der anderen. Ne? Das ist ganz wichtig, damit ihr zwei exakt gleich große Ärmel bekommt. Und dann strickt ihr die Runde ganz normal zu Ende und wenn wir hier angekommen sind, sehen wir uns nochmal wieder. So, das Ganze sieht jetzt schon wirklich aus wie ein richtiger Pullover. Wir haben uns hier unsere Verbindung geschaffen, haben jetzt zwei Ärmel und jetzt wird das Ganze nur noch in Runden rundherum glatt rechts runter gestrickt. Mein Tipp an dieser Stelle, immer, immer anprobieren, weil jetzt habt ihr eine Pulloverform. Jetzt seht ihr genau, wenn ihr das überzieht, wie würde das aussehen, wenn ich das jetzt einfach gerade runter stricke. Passt mein Bauch da rein? Sitzt das an der Brust? Brauche ich mehr Platz? Brauche ich weniger Platz? Weil wenn ihr jetzt anprobiert und feststellt, irgendetwas stimmt nicht, dann müsst ihr nur eine einzige Reihe wieder aufmachen. Schlimm ist, wenn man dann hier unten schon so viel dran gestrickt hat, stundenlang, und dann feststellt, ups, das wird aber zu eng. Deswegen jetzt an dieser Stelle könnt ihr noch alles retten und alles auf euren Körper anpassen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel noch Zunahmen stricken. Ihr könnt einfach eine Runde wieder aufmachen und unter den Armen noch Maschen aufnehmen, falls ihr mehr Platz braucht. Wenn ihr das zu weit gestrickt habt, könnt ihr Abnahmen noch stricken. Also es ist jetzt ist alles noch möglich, das Ganze auf euren Körper anzupassen. Ne? Deswegen einmal überziehen, vor den Spiegel stellen und schauen, passt alles rein? Sitzt das oder muss ich noch mal was verändern? Und für alle anderen geht es jetzt einfach nur Runde um Runde immer rechts gestrickte Maschen weiter. Ich mache hier kein Muster, weil ich finde, die Wolle, das sieht super schön aus, gefällt mir total gut, die Farbe. Die wirkt für sich selbst. Bei so einer schönen handgefärbten Wolle, weiß ich nicht, da mache ich nicht so gerne Muster. Ich finde sowieso, glatt rechts gestrickt ist das schönste Muster, was es gibt, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Wir stricken das auf die gewünschte Länge. Und dann stricken wir uns unten ein Bündchen dran und wenn das soweit ist, dann melde ich mich wieder bei euch und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Stricken. Ich habe jetzt die gewünschte Länge für den Pullover erreicht und vielleicht als Tipp für diejenigen von euch, die auch für Kinder stricken und vor allen Dingen für Mädchen. Macht den Pullover immer länger, als er jetzt in der Größe sein soll. Also, es bleibt natürlich euch überlassen, ob ihr das macht, aber ich mache das immer. Weil meine Tochter kann den Pullover dann einmal als eine Art Long-Pullover-Kleid tragen in einem Jahr. Und im nächsten Jahr passt er dann nochmal als Pullover. Weil gerade Mädchen, gerade Kinder häufig ja einfach nur nach oben wachsen und gar nicht viel in der Breite wachsen. In dem Alter, die ist jetzt 4. Und da haben wir also wirklich schon Sachen gehabt, die dann 2 oder sogar 3 Jahre gepasst haben. Deswegen empfehle ich immer,
den Pullover etwas länger zu machen und die Ärmel auch und dann ein längeres Bündchen dran zu machen, dann kann man die im ersten Jahr super umklappen und im zweiten Jahr passen die dann. Aber das ist nur so ein Erfahrungswert von mir. So, ich stricke jetzt noch meine letzten Maschen hier, bis ich zu meinem runden Anfangsmarkierer komme und dann starte ich mit dem Bündchen und zwar stricke ich mir das Bündchen, Markierer nehme ich jetzt mal eben raus, auf eine dünnere Nadel. Ich nehme jetzt hier eine 3,0er Nadel. Und dann mache ich das Bündchen genauso wie oben am Kragen. Das heißt, ich stricke eine Masche rechts verschränkt und eine links. Eine rechts verschränkt. Na. Und eine links. Und das machen wir einmal für die ganze Runde rum. Und in der nächsten Runde werden die Maschen dann genauso gestrickt, wie sie erscheinen. Das heißt also, die rechts verschränkt gestrickten werden auch wieder rechts verschränkt gestrickt. Und die links gestrickten werden links gestrickt. Und dann können wir das Bündchen so lange machen, wie wir möchten. Also das ist auch einfach ein bisschen Geschmackssache, was einem optisch zum Beispiel gut gefällt. Ich melde mich, wenn ich meine Bündchenlänge erreicht habe. Und dann kann ich euch auch noch mal sagen, wie viel Zentimeter ich da gestrickt habe. Auf jeden Fall jetzt erstmal fröhlich in Runden das Bündchen stricken. Und dann sehen wir uns, wenn ich das Bündchen fertig habe, wieder. Da bin ich nochmal. Ich habe jetzt hier die letzten drei Maschen, die ich hier auf meine rechte Nadel stricken muss. Und hier ist eine linke Masche, das heißt hier eine rechte, eine linke, eine rechte. Und weil ich mit einer rechten angefangen habe, normalerweise stört mich das nicht, mache ich jetzt Folgendes. Das könnt ihr auch machen. Dann braucht ihr nicht am Anfang irgendwie alle Maschen einmal abzählen, sondern ihr könnt einfach losstricken. Links, dann haben wir jetzt eine rechte. Und dann mache ich einfach diese beiden, stricke ich als eine zusammen. Dann habe ich ein gerade aufgehendes Muster. Links, rechts, links, rechts, links. Und hier ist die letzte, eine linke. Jetzt könnt ihr die andere Nadel, ist ja jetzt abgestrickt, die könnt ihr jetzt rausnehmen. Jetzt kommt der runden Anfangsmarkierer hier wieder rein. Und jetzt strickt ihr weiter in der Runde euer Bündchenmuster. Das war jetzt nur eine Idee für Faule wie für mich, die auch nicht so viel Wert darauf legen, dass das Bündchenmuster aufgeht. Meistens stricke ich sonst einfach zwei rechte oder zwei linke nebeneinander. Das ist mir eigentlich wurscht, weil das im Gesamtbild dann nicht so auffällt. Aber ich weiß, manche sind da sehr genau. Und das kann man dann zum Beispiel auch so lösen oder falls man sich mal verzählt hat. Ne? Also jetzt wird einfach nur das abgestrickt, was wir hier in der Vorrunde gestrickt haben. Da seht ihr also immer, welche Masche erscheint. Und diese Maschenart strickt ihr dann. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Ich habe jetzt eine Bündchenlänge von 3,5 cm. Und ich würde euch empfehlen, immer Minimum 3 cm Bündchen zu stricken. Besser sogar noch länger. Je nach Art der Wolle klappt sich das, wenn das Bündchen zu kurz ist, nämlich hier immer so ein bisschen hoch dann an dieser Kante. Und deswegen, das kann man verhindern, indem man das Bündchen einfach ein bisschen länger macht. Jetzt ketten wir ab. Also kommt unser Markierer raus. Und wir stricken die Maschen für das Abketten auch so, wie sie erscheinen. Das heißt, eine Masche rechts verschränkt und eine Masche links. Dann ziehen wir die vorletzte über die letzte rüber. Stricken die nächste Masche und ziehen wieder die vorletzte über die letzte rüber. Stricken die nächste Masche. Und ziehen wieder die vorletzte über die letzte rüber. Damit das Ganze schön gleichmäßig wird, sollte man die Maschen immer ungefähr gleich groß stricken.
Und das ist schon das ganze Prinzip. Immer eine stricken und die davor überziehen. Das machen wir jetzt einmal die ganze Runde rum, bis wir alle Maschen abgekettet haben und dann widmen wir uns unseren Ärmeln. Ich habe die letzte Masche abgekettet. Jetzt lasse ich mir einen kleinen Faden zum Vernähen dran. Ziehe den hier raus, damit das nicht wieder aufgeht. Und jetzt kümmern wir uns um die Ärmel. Für die Ärmel nehmt ihr dann wieder die Nadel, die ihr für den kompletten Pullover genommen habt. Also nicht die Bündchennadel, ne, sondern die Nadel, mit der ihr den Pullover gestrickt habt. Jetzt nehmen wir uns die Maschen, die wir stillgelegt haben, einfach wieder auf. Und das ist halt das Schöne, wenn die hier so auf so einem Faden liegen. Dann braucht man da einfach nur durchstechen. Am besten ist, ihr zählt jetzt einmal alle Maschen auch ab, die ihr dann aufgenommen habt. Und macht euch so ein bisschen Notizen, damit hinterher der zweite Ärmel genauso wird wie der erste. Das heißt, ich schreibe mir dann immer auf, wie viele Maschen das waren, in wie viele Reihen ich gestrickt habe. Das heißt, ich benutze beim Ärmel gerne einen Reihenzähler. Und in welcher Reihe ich die Abnahmen gestrickt habe, das schreibe ich mir auch auf. Das erhöht die Chance, dass der zweite Ärmel genauso wird wie der erste. So, ich fädel mir jetzt hier einmal rundherum meine Maschen auf, zähle die dann einmal ab und dann sehen wir uns wieder. Ich stricke mit der Magic Loop Methode und ziehe mir jetzt einfach hier das Seil raus, und zwar an der Seite, wo ich anfange zu stricken. Dann schlage ich mir den Faden neu an. Unterm Arm empfiehlt es sich immer, ein bisschen mehr Faden überzulassen, damit man hier nachher noch dieses Loch, was hier entsteht, ganz gut vernähen kann. Und dann geht es eigentlich schon los. Dann wird einfach in Runden hier rechts rum gestrickt. Wir stricken alle Maschen rundherum rechts. Ich zeige euch dann noch, wie ich die Abnahmen mache. Und für die Abnahmen gibt es eine Berechnung, wie ihr genau auf eure Größe und die Länge eurer Arme Abnahmen berechnen könnt. Das ist ja jetzt auch keine Sache von einer Konfektionsgröße, sondern eher eine Sache von Körpergröße und Armlänge. Und deswegen empfiehlt es sich dann für Abnahmen, wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit Ärmelstricken hat, einfach diese Sache genau auszurechnen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich verlinke euch das Video, wie diese Berechnung funktioniert, in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann gerne nachgucken. Und ich stricke jetzt einfach hier rundherum meine Maschen ab. Wenn wir am Ende der Runde sind, sehen wir uns noch mal kurz wieder. Am Ende der Runde angekommen, mache ich mir jetzt wieder einen Maschenmarkierer rein, damit ich meinen runden Anfang hier habe, weil wir bei den Abnahmen das auch immer am runden Anfang und am runden Ende machen, weil das dann schön unterm Arm versteckt ist. Und jetzt in der zweiten Runde mache ich direkt eine Abnahme. Und das mache ich einfach, indem ich eine Masche rechts stricke. Das mache ich jetzt hier erstmal, damit der Faden nachher sich nicht löst. Und die nächsten beiden Maschen rechts zusammenstricke. Dann habe ich schon eine Abnahme gemacht und dann stricke ich weiter alles rechts rum. Und mache dann die nächste Abnahme hier am Ende der Runde. Am Ende der Runde angekommen, stricke ich jetzt, wenn ich noch drei Maschen übrig habe, hier diese zwei noch zusammen. Da war ich nicht richtig drin. So, eine rechts und Runde Nummer 3 beginnt. Wollte noch irgendwas erwähnen? Ach ja, genau. Ich lasse diesen
Faden hier, wo die Maschen drauf gesichert sind, immer drin, bis ich mit dem kompletten Ärmel fertig bin, weil so, wenn irgendwas mit dem Ärmel passiert, ich stelle auf einmal fest, das gefällt mir nicht, ich habe zu viele Abnahmen gemacht, ich habe zu wenig Abnahmen gemacht, dann könnt ihr bis zu der Stelle ganz problemlos einfach aufribbeln und eure Maschen da wieder neu aufnehmen. Also das ist gerade, wenn man jetzt wie ich ein Pullover neu designt, ist das immer sehr hilfreich, ist aber auch sehr hilfreich für Anfänger. Also von daher, wie gesagt, lasst das ruhig drin, stört ja nicht, wenn das da rumbammelt. Strickt euren Ärmel und macht das Ganze zum Schluss raus. Ich werde dem Pullover sowieso dann ein Entspannungsbad gönnen, deswegen macht dieser Faden hier drin nichts. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Also vielleicht noch, das sollte eigentlich klar sein, aber je mehr Abnahmen ihr macht, desto schmaler wird der Ärmel. Je weniger Abnahmen ihr macht, desto breiter wird der Ärmel. Man kann Ärmel auch komplett ohne Abnahmen stricken. Das ist alles eine Geschmackssache. Ich stricke gerne auch ohne Abnahmen und mache dann unten am Bündchen eine Verengung rein. Das gibt so eine schöne, moderne Ballonform. Hier stricke ich für meine Tochter. Da mache ich auf jeden Fall ein paar Abnahmen rein, weil der Armausschnitt sehr groß ist und sie sehr zart ist. Das ist aber, wie gesagt, Geschmackssache und wir sehen uns wieder, wenn ich die gewünschte Länge von meinem Ärmel erreicht habe. Viel Spaß! Mein Ärmel ist jetzt lang genug. Nicht wundern, da ist im Moment keine Stricknadel dran. Ich hatte die hier unten auf den Faden, auf einem Faden stillgelegt, weil ich die Nadel schon für den anderen Ärmel brauchte. Die steckt jetzt also hier beim anderen Ärmel drin. Ich hatte keine Zeit, das Bündchen zu filmen, aber ich hatte gestern Abend Zeit, ein bisschen zu stricken und deswegen habe ich die Nadel hier reingepackt und meinen fertigen Ärmel hier stillgelegt. Jetzt kommt hier mein Bündchen dran. Wenn ihr also eure Ärmellänge erreicht habt, mit der ihr zufrieden seid, dann strickt ihr euch das Bündchen an und das Bündchen stricken wir wieder mit einer Nadelstärke kleiner. Ich werde also jetzt, so wie vorhin beim Ärmel auch, jetzt erstmal hier meine Maschen auffädeln auf die kleinere Nadel. Ihr wechselt jetzt einfach zu eurer kleineren Nadel und dann stricken wir das Bündchen an. Ich habe hier wieder ein Haar eingestrickt. Bevor wir jetzt mit dem Bündchenmuster starten, kann man eine Sache machen, die ich immer ganz schön finde. Und zwar steckt ihr euren Arm hier rein. Bei mir ist es natürlich jetzt schwierig, weil das ja nicht für mich ist, sondern für meine Tochter. Das heißt, ihr guckt, ob ihr einfach jetzt nochmal ein paar Maschen abnehmt, wie das schön sitzt. Ich werde das auf jeden Fall machen, weil der Ärmel für meine Tochter noch relativ weit ist. Und das gibt einfach nochmal so eine schöne Verengung unten vom Bündchen. Das gibt dann eine schöne Form, also das geht so ein bisschen und dann kommt das Bündchen. Das sieht sehr gut aus und ich mag das sehr gerne. Und deswegen stricke ich jetzt ein paar Abnahmen. Ihr könnt also hier eure Hand reinstecken, euer Handgelenk und dann schaut ihr, wie viel hier an der Seite über ist. Ne? Und dann zählt ihr hier zum Beispiel ab 1, 2, 3, 4, 5 und auf der anderen Seite auch nochmal 5, wären 10. Dann könnte man nochmal 10 Abnahmen stricken. Ich werde das jetzt hier machen und zwar werde ich mir jetzt gar nicht irgendwie großartig die Arbeit machen, hier irgendwas abzuzählen, sondern ich muss mir erstmal meinen Faden wieder hier anschlagen. Sondern werde einfach nach Gefühl die Abnahmen machen. Und das ist auch nochmal ein schöner Tipp für Anfänger. Wenn ihr einen neuen Faden anschlagt, bindet euch den einfach hier fest. Dann rutscht der nicht so ab. Und dann könnt ihr mit dem neuen Faden stricken und habt den gleich am alten Faden festgemacht. Habt also kein Loch beim Stricken. Das sieht beim Stricken dann schöner aus, wobei man das hinter natürlich auch noch vernähen muss, aber ja, jetzt brauche ich einen Maschenmarkierer, weil hier jetzt gleich meine neue Runde startet, aber ich stricke jetzt erstmal. Ich mache das jetzt mit den Abnahmen ganz einfach. Ich stricke jetzt zwei Maschen, stricke zwei zusammen. Zwei Maschen, stricke zwei zusammen. Ihr müsst natürlich gucken, dass ihr dahinter noch reinpasst, ne? Also
so richtig ist hier. Naja, da komme ich nicht richtig rein. Zwei zusammen. Das wäre also meine dritte Abnahme dann. Und so geht ihr vor, einmal die ganze Runde rum. Ne? Ihr schaut, wie viele Maschen ihr abnehmen müsst. Ihr könnt auch dann nur alle jede vierte und fünfte Masche eine Abnahme machen oder jede sechste und siebte, je nachdem, wie viele Maschen ihr auch noch hier auf dem Seil habt. Und wenn ich das gemacht habe, ich bin noch nicht ganz wach, dann sehen wir uns wieder. Ach so, ich habe hier bei dem Ärmel insgesamt 5 Abnahmen gestrickt und jetzt hier halt dann nochmal vor dem Bündchen. Und jetzt starten wir mit dem Bündchenmuster. Dazu packe ich mir jetzt den Rundenmarkierer rein und stricke das Bündchen so wie auch vorhin am Pullover. Und zwar eine rechts verschränkt, eine links. Und mache das einmal die ganze Runde rum. Und dann mache ich das Bündchen so lang, wie ich es gerne hätte. Also lange Bündchen sind ja im Moment im Trend. Ich finde die auch sehr schön, vor allen Dingen, wenn ihr vorher noch so eine Verjüngung gestrickt habt. Das sieht sehr gut aus. Sieht man sehr schön bei meinem Denim Lace Pullover, den ich die Anleitung. Die findet ihr auch auf meinem Kanal. Kann ich euch gerne auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Da habe ich das auch gemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich es hier mache. Ich muss mal gucken. Ich stricke jetzt erstmal ein paar Runden und schaue mir das dann an. Ich entscheide mal viel einfach optisch, wie es mir gefällt. Und wir sehen uns, wenn das Bündchen fertig ist, um es abzuketten. Und dann sehen wir uns für die Verschönerungsmaßnahmen, die wir noch machen müssen. Das heißt, wir haben noch ein paar Fäden zu vernähen, zwei Löcher hier unterm Arm zu beseitigen und wir müssen uns den Kragen hier oben noch schön machen. Das machen wir gleich dann im Anschluss, wenn der Ärmel fertig ist. Ich habe jetzt für 20 Reihen das Bündchen gestrickt und finde das richtig, richtig schön und werde das jetzt elastisch abketten, weil das noch ein bisschen einen kleinen Schwung gibt. Das heißt, das Bündchen wird dann nicht so sein abgekettet, sondern so, wie es jetzt aussieht. Okay, jetzt können wir den Markierer raustun und ketten das Ganze ab. Dazu ziehe ich mir auch wieder erstmal das Seil raus, damit ich stricken kann. Schiebe mir meine Maschen auf die Nadel und stricke die Maschen auch im Muster ab. Also eine rechts verschränkt, eine links. Und beim elastischen Abketten funktioniert das so, dass wir mit der linken Nadel durch beide Maschen einstechen hier, die wir auf der rechten Nadel jetzt gestrickt haben. Also einfach hier durch beide Maschen einstechen, sodass wir die wie so ein Kreuz auf der Nadel haben. Und dann holen wir uns den Faden hier mit der rechten Nadel und ziehen den hier unten durch diese beiden Maschen durch. Jetzt stricken wir die nächste Masche wieder so, wie sie erscheint. Gehen wieder mit der linken Nadel hier durch beide Maschen durch und holen uns hinten den Faden einmal durch beide Maschen durch. Jetzt stricken wir eine linke Masche. Gehen wieder hier durch beide Maschen durch. Und stricken hier rechts verschränkt hinten ab. Es folgt eine rechts verschränkte Masche. Ach, da habe ich eine Masche verloren.
Ach so, genau, da waren wir. Durch beide Maschen durch. Hinten rechts verschränkt abstricken. Die nächste ist eine linke, die muss ich mir einmal drehen. Die liegt jetzt durch das Runterfallen falsch rum auf der Nadel. So. Durch beide Maschen einstechen. Und hinten rechts verschränkt abstricken. Das machen wir jetzt. Ich glaube, ich muss es nochmal aufmachen. Ich glaube, ich habe hier noch eine verloren. Einmal die ganze Runde rum und dann sehen wir uns wieder für die Schönheitsfehlerbehebung. So, wir schneiden uns das Ganze jetzt hier ab, lassen ein bisschen Faden dran zum Vernähen und dann kann jetzt erstmal die Wolle weg und die Stricknadel, ich muss jetzt gucken, dass ich hier nicht die falsche Nadel rausziehe, eine ist ja noch drin für den zweiten Ärmel, so, die kann erstmal weg, genau. Also, ich zeige euch jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen zum Vernähen. Zieht man sich das am besten einmal auf links. Jetzt können wir nämlich auch hier bei unserem fertigen Ärmel unseren Faden rausziehen. Falls der euch irgendwo zu fest mit eingestrickt wurde und ihr könnt den nicht so locker rausziehen, dann könnt ihr den natürlich auch abschneiden. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Loch hier unterm Arm. Mein Faden ist doch relativ kurz. Ich hoffe, das reicht. Ihr fädelt euch den in eure Vernähnadel und jetzt stopfen wir uns quasi dieses Loch. Das ist aber nicht schwer. Ich gehe mal so mit der Hand runter und dann suche ich mir hier auf der Seite, fädel ich mir ein paar Fäden auf und auf der anderen Seite auch. Ich habe da jetzt keine festgelegten Maschen, in die ich einsteche, sondern ich fädel immer so durch zwei, drei Maschen durch. Drüber drunter, hier im Bild. So, jetzt auf der Seite hier wieder. Seht ihr, das ist nicht viel Aufwand. Und schon ist das Loch zu. Ne? Und das ist wirklich schnell gemacht und total unkompliziert. Jetzt vernähe ich mir hier den Faden noch, damit das Ganze nicht wieder aufgeht. Ne? Einfach immer in verschiedene Richtungen. Der soll ja auch Wäschen überstehen. Übrigens, falls ihr mich unterstützen möchtet, weil euch das gefällt, was ich hier auf YouTube mache, dann könnt ihr das kostenlos tun, indem ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst, indem ihr mich abonniert, also den Kanal abonniert, das ist ebenfalls kostenlos, und indem ihr die Videos auch teilt. Das ist nämlich auch nochmal so eine Sache, damit die möglichst viele Leute finden. Und auch danach arbeiten können. So, dann eine zweite Sache, die vielleicht noch ganz interessant ist, ist ja, wir haben ja hier oben erst in der Reihe gestrickt, ne? Und müssen uns das jetzt noch schließen. Dafür haben wir ja einen Anfangsfaden hier. Den fädeln wir uns auch hier ein. Und jetzt suche ich mir hier auf der Seite die erste Masche. Und ziehe das erst einmal hier so fest. Und weil das ihr halten soll, steche ich nochmal ein. So, nochmal hier auf der Seite die erste Masche. So, dann ist die Verbindung von oben schon mal gut. Und jetzt nähen wir uns dieses kleine Löchlein hier zu, von den paar Reihen, die wir gestrickt haben. Und das ist auch ganz unkompliziert. Ich gehe einfach immer unter den Maschengliedern her. So kann ich es besser halten, mich noch im Bild.
Das sind also immer so Sachen. Das ist mit 2-3 Stichen zusammengenäht. Und man hat am Anfang ein bisschen bequemeres Arbeiten. Ich gehe hier einmal das ganze Bündchen runter, weil ich mir den Faden eh noch vernähen will dann. Wenn ihr den ersten Ärmel fertig habt, ich mache die Fäden immer erst ganz zum Schluss, wenn ich mit allem zufrieden bin normalerweise, aber ich wollte euch das jetzt eben zeigen. Dann strickt ihr den zweiten Ärmel natürlich genauso wie den ersten und dann zum Schluss halt die Fäden noch vernähen. Und ich werde diesem Pullover dann noch ein Entspannungsbad gönnen, weil das Maschenbild teilweise recht unruhig ist hier mit dieser Wolle. Wobei ich das bei fast allen Sachen mache, weil einfach das Maschenbild sich definitiv nochmal extrem verschönert. Und so ein Entspannungsbad funktioniert auch ganz einfach. Das könnt ihr mit kaltem oder mit lauwarmem Wasser machen. Ich nehme meinen Eimer, packe mein Strickstück da rein, fülle das Ganze so, dass das Strickstück darin schwimmen kann. Mal mit kaltem, mal mit lauwarmem, was gerade so aus dem Hahn kommt. Und ich habe ein Lanolin-Shampoo, eignet sich super für natürliche Fasern, wie jetzt in diesem Fall Merino-Wolle. Das macht das Strickstück nochmal ein bisschen weicher und pflegt es sozusagen ein wenig. Und dann bringe ich es vorsichtig aus, lege das nochmal flach auf ein Handtuch und roll das so ein und drücke das aus, bis das ganze Wasser raus ist. Und dann lege ich mir das flach auf einem Handtuch zum Trocknen aus. Und danach sieht es meistens um einiges schöner aus. Ich werde jetzt, bevor ich weitere Fäden vernähe, erstmal den zweiten Ärmel stricken. Ihr strickt den auch. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr habt einen sehr, sehr schönen Pullover erhalten und konntet mit der Anleitung für die verkürzten Reihen was anfangen. Ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, wie das Ganze jetzt hier aussieht mit den durch die verkürzten Reihen. Durch die verkürzten Reihen haben wir jetzt so eine Art Ausschnitt. Ne? Ohne verkürzte Reihen würde das Ganze so aussehen. Und da seht ihr dann nochmal den Unterschied. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.